Ja, meine lieben Freunde der Seichenunterhaltung, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Chrono Trigger. Das letzte Mal haben wir uns auf den, ich meine auf den Weg hier rausbegeben. Ach nee, hier liegt was. Ach guck mal, zwei Rollis, auch was süß. Mit Reitern wieder drauf. Wunderbar, jetzt müssen wir die bekämpfen, aber dadurch, dass Luca jetzt dabei ist, sind die Kämpfe nicht mehr so unerträglich. Und Luca hat auch einen sehr nützlichen Gegenstand ausgerüstet, der uns jetzt sehen lässt, wie viele Lebenspunkte die Gegner haben. Das macht es uns jetzt nicht unbedingt wesentlich einfacher, aber wir wissen wenigstens, wie weit wir mit den Gegnern sind, bis wir sie besiegt haben. Und wir haben wieder ein paar Punkte bekommen, ein bisschen Gold bekommen. Das ist immer schön. So, tja. Oh, noch zwei, ein Rolli und... Ja, okay, diesmal keine Rolli-Reiter. Nur ein zwei Rollis und ein grüner Zwerg. Ah, ein Spezialangriff. Sieht dann immer wie so ein X-Schlag aus, sehr, sehr schön. Oh! Steinfußball. Auch nicht schlecht. Tja. Steinfußball ist auch mal was Schönes, wa? So, der Rolli ist auch kaputt. Jetzt ist nur noch der kleine Zwerg da. Der kleine Grüne. Der tritt jetzt normal zu. Ist das lästig. Die Viecher sind einfach nur lästig. Unglaublich. Mein Gott. Kann man die nicht irgendwie verbrennen oder so? Oder so? Mein Gott. Einfach weghauen. 10 Erfahrungspunkte, 3 Tech-Punkte, 1 Tonikum. Und das sind die Dual-Tags, genau. Von den Dual-Tags habe ich letztes Mal fälschlicherweise gesprochen. Das sind Fähigkeiten, die lassen sich kombinieren. So. Wollen wir doch mal gucken. Gehen wir mal in die Kathedrale, was hier auf uns wartet. Hier waren wir schon mal. Ihr mögt vielleicht hier... Nee, wir möchten keine Organrezite machen. Oh, lieben... Oh, werter Herr. Es sieht so aus, als könnten Sie etwas Essen brauchen und einen Ort zum Ausruhen. Nee, eigentlich nicht. Hier liegt was auf dem Boden. Was hast du da gefunden? Eine Haarnadel? Das ist Gardias königlicher Schatz. Oh, oh. Ja, super. Blaue Flammen. Und, ja, Moment. Deswegen waren die alle so merkwürdig drauf. Ja gut, ich werde jetzt nämlich eine Kombinationsattacke mal präsentieren. Die Flame Whirl Attack. Wie ihr seht, Luca setzt Chrono einfach mal in Flammen und er dreht sich ein bisschen. Und ja, das war's für 3 von den Gegnern. Damit sind schon mal 3 beseitigt. Den letzten machen wir auf normale Art und Weise. Und da Chrono jetzt einen Spezialschlag gemacht hat, ist jetzt schon die Hälfte weg. Was für uns von Vorteil ist. Allerdings müssen wir auch auf die MP von Chrono achten. Der hat ja so gut wie gar keine mehr. Ja. Waren merkwürdige Viecher, merkwürdige Viecher. Naga-Etten. Naja. Wie dem auch sei. 32 Erfahrungspunkte, 4 Technikpunkte, 23 Gold. Und Chrono und Luca aufgelevelt. Beide. Also was Schönes. So. Puh, das war knapp. Oh oh. Was? Ey! Ah! Oh. Ein Frosch. Vernachlässige deine Abwehr und das... Und dir... Das wird den Gegner erlauben, dich anzugreifen. Seid hier, um die Königin zu schützen? Oder zu retten? Das Versteck ist tief hier drin. Möchtet ihr mich unterstützen? Ein Frosch? Chrono, es ist ein sprechender Frosch. Ich hasse Frösche. Mein Aussehen darf euer Vertrauen nicht beeinträchtigen. Nun denn, macht was ihr wollt, aber ich werde die Königin retten. Halt! Warte! Du scheinst kein böser, eine Person, Froschding, ich meine. Chrono, was sollen wir tun? Wir gehen mit ihm mit. Ich würde das einfach nur irgendwie hinkriegen müssen. Ich meine, damit umgehen müssen. Wie heißt du? Na, Frog, sehr geschickt. Wir werden ihn noch dabei behalten, obwohl ich seinen wahren Namen kenne. Frog reicht aus. Boah, der Muskel immer. Alles klar. Nett, dich kennenzulernen, Frog. Hier scheint ein verstecktes Tor zu sein, oder? Lasst uns die Umgebung erst durchsuchen. Ja, Frog hat eine sehr alte englische Aussprache. Und wir spielen ein bisschen auf der Orgel. Und deswegen ist es nicht immer für mich so einfach, ihn zu übersetzen. Da ich das alte Englisch zwar im Gro kenne, aber nicht wirklich zu 100% beherrsche.
Wunderbar, jetzt haben wir das geheime Torzimmer schon mal gefunden. Und gehen hier durch. Oh, 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 oh. Seht ihr diese Monsterlein? Da kommt ja noch ein dritter dazu. Das gefällt mir überhaupt nicht. Aber Frosch hat natürlich, oder Frog hat eine sehr hohe Lebensanzahl. Was mich freut. Oh, Diablos heißt der Gegner mit 50 HP. Ja, der scheint aber nicht so das große Problem zu sein, denn, Chrono macht ja jetzt schon über 30 Schaden. Mit einem normalen Schlag. Ja, Frog macht mal eben kurz 78. 19 Punkte macht Luca, das ist in Ordnung. Aber dennoch glaube ich, dass das gerade ein Supertreffer von Chrono war. Ein super normaler Treffer war. Aber das konnten wir jetzt nicht rausfinden, da er ein Special Heap gemacht hat. Frog macht nochmal 39 Schaden. Und Luca macht wieder 17. Das ist okay. Also der Gegenkampf ist besiegt, gewonnen. Und wir können jetzt wieder ein paar Tonika nehmen. Schließlich wissen wir jetzt, wo wir hier sind. Erstrüsten wollte ich nicht. Genau, ich wollte ein paar Tonika nutzen. Frog braucht keins. Jetzt habt ihr auch mal das Geräusch gehört, wenn ein Gegenstand umsonst war. Ein Revive. Oh, sehr schön. Ein Wiederbeleben. Und ein Tonikum. Jawohl. So. Oh, wieder zwei. Wieder zwei Diablos. So. Wollen wir nochmal schauen. Oh, die sind schnell, die Viecher. Schnell und lästig. Dafür kriegt er erstmal rein. Oh ja. Schade, dass sie nicht kontern können, Leute. Das wäre sehr amüsant geworden. Aber wie dem auch sei, wir müssen halt jetzt uns hier durchboxen. Und zack. Wunderbar. Das ging ja doch mal recht schnell heute. Luca wieder aufgelevelt. Ja, die muss auch ein bisschen leveln. So, gehen wir mal hier durch die Tür. Drei Schatztruhen. Ah, Maiden Suit, ein Jungfernrüstung, ein Jungfernanzug. Der ist definitiv für unsere kleine Luca. Denke ich mal, ja. Der macht die Reifung einiges besser. Schauen wir nochmal hier ein bisschen in den Kisten rein, ob hier vielleicht noch irgendwas ist oder hier. Aha. Oh oh. Das war ein verstecktes Nagaiten-Schätzchen. Und ja, jetzt kommt jemand. Ach du meine Güte. Menschen, sie sind hinter dem Schatz her. Schnappt sie. Ja. Kugelmönchen. Ja, kombinieren kann ich leider nicht, da ich keine MP habe. Das heißt, sie muss normal angreifen. Die machen ordentlich Schaden. Bekommen auch kaum Schaden von uns. Das heißt, mit einem. Ja, noch nicht mal mit einem Kampf, mit einem Dreier-Durchgang ist der Gegner besiegt. Mann, Mann, Mann. Also einen haben wir weg. Frog macht leider auch kein Special. Dann muss sie eben halt einen Flametoss benutzen. Obwohl Flamebow kann doch eingesetzt werden. Ja, egal, ich mache einen Flammenwurf. Muss ja reichen. So, ich hoffe, ihr habt jetzt kein Mist gebaut. Sehr schön. Oh! Ja, Schaden macht er ja schon, ne? Das ist ja schon nicht gerade wenig. Toll, toll, toll. Ich habe das ganz unterschätzt, dass er so viel Schaden machen kann. Aber jetzt ist er besiegt. Gerade jetzt macht Frog den Special-Angriff, den er vorher hätte machen sollen. Ja, egal. So. Immerhin haben wir hier alles bereinigt aus dem Raum. Und ja, schauen wir mal, was noch auf uns hier oben lauert. Weil hier waren wir schon drin. Oh, Schlangen. Nicht sehr schön. Was haben wir hier? Oh, ein Stahlschwert. Ist das... Ja, das ist für den Helden sehr schön. Ja. Wer denkt, dass man hier nicht durchkommt... Falsch gedacht. Man kann nämlich hier drunter herlaufen und den Knopf drücken. So verschwinden die Stacheln. Und dann gehen wir mal hier rein. Wow! Ihr seid Menschen? Sie verstecken die Königin hier hinter. Bitte rettet sie. In diesem Gebäude gibt es einen Raum, der Magus gewidmet ist. Ich habe etwas über einen Schatz da drin gehört. Ja, aber da drin läuft auch etwas. Da. Ein Power Tab. Wieder etwas zum Kraftaufladen. Allerdings war das alles, was wir hier finden können. Und das nächste Mal gehen wir dann auf die andere Seite rüber. Schaltet dann wieder ein, wenn es heißt Let's Play Chrono Trigger. Bis dahin sprach der Raven halt nimmer mehr.